Der sich im Bau befindliche alpine Bewegungsparcours am LKH Stolzalpe bekommt ein neues Angebot. Eine Wasserquelle, die später vielfach genutzt werden kann. Gefasst wurde die Quelle von Schülern der Landesberufsschule Murau, Ausbildungszweig Brunnenbau. Durch die Kooperation der Landesberufsschule und der Unterstützung von Direktor Pachanek konnte das Projekt gestartet werden. Die LBS in Murau ist die einzige Institution in Österreich, die Brunnenbaulehrlinge ausbildet. Unterstützt wurden die Schüler vom Quell- und Brunnenbau Hönecker und der Forstabteilung des LKH Stolzalpe. Mich freut sehr, durch die Quellenfassung wird der Bewegungsparcours aufgewertet und der Verein, die Stolzalpe bewegt, den es seit November gibt, seit November 2015, wird sich bemühen, dass wir das auch der Region vermitteln. Die Zusammenarbeit mit der Berufsschule in Murau ist nicht die erste. Wir haben bereits mit dem Holzkolleg die Gesundheitswerkstätte gestaltet. Und umso erfreulicher ist es, dass es wieder gelungen ist, mit den Brunnenbauern, also mit den lernenden Brunnenbauern, die hier ein Praxisprojekt mit der Schule machen, ein gemeinsames Projekt zu machen. Die, wie ich gehört habe, werden sie heute sogar geprüft in der Praxis. Und für sie ist es eine tolle Anwendung im Praktikum und für uns ist es eine tolle Kooperation, dass wir ohne sehr großen Aufwand eine Lösung für unser Projekt finden, das ohnehin schwierig zu finanzieren ist, das aber ein hehres und großes Ziel von uns ist. Die Quellfassung wurde an einer bereits bestehenden Wasserentnahmestelle errichtet. Um das Wasser in ausreichender Qualität zu erhalten, ist es wichtig, die Quelle aufzugraben. Es entstand ein Krater von 5 Metern Tiefe. Die Grabarbeiten mussten mit einem Schreitbagger durchgeführt werden. Später darf nur gefiltertes Grundwasser in die Wasserfassung gelangen. Wir haben vorige Woche die Quellen aufgemacht. Das ist eine Schauquelle gewesen, bereits in ganz frühen Jahren, schon von Stolzheim schon gebaut worden. Ganz aber in einer einfachsten Weise mit einem Holzkastel als Quellsammelschacht, schon ein bisschen als Brunnentopf gebaut worden. Und ist dort mit einem Seier entnommen worden über ein Anzeigerrohr aus für den Brunnentopf. Wir haben diese Quellen jetzt aufgemacht, vorige Woche. Und du siehst einmal nicht, was alles passiert bei dieser Quellen. Und haben natürlich jetzt die in 5 Meter Tiefen, haben wir eigentlich wirklich den Quellaustritt jetzt gesehen. Und den haben wir aufgemacht, freigemacht, haben Schremmarbeiten gehabt. Und die Quellen, die hat eine ganz eigene Art. Es ist eine Spaltquelle. Sie kommt aus den Felsen, wirklich aus den Felsspalten. Von unten nach oben tritt sie aus. Wir fassen diese Quellen ordentlich mit den 100. Es ist eine kleine Quelle. Sie liegt so ungefähr im 5-Liter-Bereich pro Minute. Und diese Quellen sollte später als Trinkwasser für diesen Parcours, für die Wanderer, Göten. Es ist in diesem Bereich wahnsinnig trocken, es gibt ganz wenig Wasser. Alle, die da vorbeigehen, die sollten wirklich von diesem Trinkwasser trinken können. Nach zweitägiger Arbeit konnte das Projekt erfolgreich beendet werden. Mit dabei Alois Kohl vom Bundesinnungsamt, der bei der Gelegenheit die praktische Gesellenprüfung der Brunnenbauer abnahm. Ja, ganz wichtig ist das, die Quellfassungen haben sich im Laufe der Zeit und der Jahrzehnte bzw. Jahrhundert in der Bauweise natürlich gewaltig verändert. Es hat früher mal Bezeichnungen gegeben, ca. 120 Quellbezeichnungen und das sind jetzt auf 4 reduziert worden. Es sind jetzt natürlich auch dementsprechende Richtlinien, Normen erstellt worden, nachdem man sich natürlich in der heutigen Zeit nach dem Stand der Technik genau richten muss. Und jetzt haben wir die Möglichkeit hier in Murau, in der Landesberufsschule, die Möglichkeit, eine Quellfassung mit den Berufsschülern zu machen. Wir sind heute im Zuge der Lehrabschlussprüfung sogar hier mit 4 Brunnenbauern, die das Praktikum direkt vor Ort, direkt beim Fassen der Quelle machen können. Das LKH Stolzalpe hat bereits zur Zeit seiner Gründung in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts Quellwasser gefasst und Hochspeicher gebaut. Es soll schließlich immer genug Wasser zur Verfügung stehen, um den Krankenhausbetrieb sicherzustellen.